Ja, hallo Leute. Ich kann endlich ein Video machen, und zwar, weil Destiny ist auch da. Aber fangen wir an erstmal, und zwar, wir haben Fortnite Geburtstag wieder. Es gibt auch wieder gratis Geschenk, also gratis Items, XP wie immer. Die brauchen wir natürlich. Der siebte Geburtstag, Geburtstagstagsfeier Freund, ein Spray. Sieht nach einem Skin, der irgendwann reinkommt, aus. Kuchenkeule. Das ist wieder eine Recolor-Variante, nur in Galaxy-Form. Das ist jetzt die vierte, die wir so haben, mit Stange. Wundervoller Weltraumkuchen. Ja, das ist mal einmalig. Letztes Jahr hatten wir die 6, dieses Jahr haben wir die Nummer 7. Dafür gibt es dann halt der Kuchen, wie immer so, ne, mit dem, was wir da haben. 7 Kerzen. Das sind 7 Kerzen, das sind 6 Kerzen. Vergessen wir die 7 im Zimmer. Aber egal, da haben wir hier 7 drauf, also die Nummer 7. Fortnite ist 7 geworden. Kriegen wir gratis. Ja, und es gibt dann halt noch die Felinde. Das ist ein Ranked Skin, der, wenn man sich einloggt, egal wann, jetzt, ne, bis zum 9. November halt, dann kann man sich den noch bis zum 9. Dezember sichern. Danach kommt er dann irgendwann in den Shop. So machen wir es, ein Konto-Level erreichen. Das heißt, hier, wenn ich jetzt leveln würde, 50 Level, sind das bei mir 392. Dann würde ich den bekommen. Ne? Ihr wisst ja, wie man levelt. Sollte ja kein Problem sein. Wenn man einen intensiv durchmachen will, kriegt man das innerhalb von 2 Tagen wirklich nur durch. Oder halt, je nachdem, in 3 Tagen. So, gucken wir uns aber erstmal an, wie die ist. Das ist die. Die Pickaxe. Ranked an, Ranked aus. Dann diese Felina. Schlecht. Schlecht aus. Ranked aus. Ne, wenn ihr Ranked sein, ich sag mal Silber, Gold oder so, dann verändert sich auch die Farbe daran. Ne? Lego-Variante gibt es auch. Der hat aber kein Stil, sieht so aus. Ja. So. Schön, ne? Dann machen wir so das siebte Geburtstag halt. Die Gratis-Ware. Ne? Verfügbar ist das Ganze. Jetzt, wie ich mich jetzt eingeloggt habe, ist das Ganze 10 Wochen 5 Tage verfügbar. Also zum 9. Dezember. Ja. Reicht auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall sehr nice. Kann jeder holen, ne? Ihr wisst ja, wie man levelt. Hier Tutorial-Aufträge, alles. Über Rette die Welt, Limits sind irgendwie 6,5 Level. Beziehungsweise 7, wenn man sich die wöchentliche und alltägliche noch abholt. Lego-Bonus kann man noch machen. Festival und Kreativ, da ist auf jeden Fall, da kriegt man auf jeden Fall sehr, sehr viele Level hin. Also sollte kein Problem sein, irgendwie zu leveln, also, ne? Weil sie noch nicht Maximum Level erreicht hat, hat sie so die Chance noch zu kriegen. Ansonsten, mehr ist da jetzt auch nicht mehr zu sagen, mehr ist so, wenn